was geht ihr Coolen? 6 Stunden später. Zack! Ha! Ha! Ich bin wieder am Start mit dem Boy da drüben und wir machen heute eine neue Challenge. Coole Wu gegen Cover Q. Auf jeden Fall haben wir uns heute überlegt, dass wir die Challenge machen, wer in 30 Minuten die meisten Pfandflaschen findet. Wir sind beide mit Rucksäcken bewaffnet. Ihr könnt meinen leider jetzt nicht sehen, aber ich habe ihn auf. Werden wir rumfahren, jeder einzeln für sich, und wir treffen uns in 30 Minuten wieder hier. Und es ist nicht entscheidend, wer die meisten Pfandflaschen hat, sondern der Wert der Pfandflasche wird zusammengezählt. Und der Verlierer wird bestraft. Ja, das war's. Wir fahren jetzt beide gleich einzeln los. Also ihr seht meine Perspektive, wie ich die Pfandflaschen suche. Guckt auch gerne bei Kim dann vorbei, da habt ihr dann seine Perspektive, was ihm so alles passiert ist bei dem Pfandflaschensuchen. Und dann treffen wir uns hier wieder und dann geht's los. Also, bis gleich auf dem Bike, ihr Coolen. 3, 2, 1, go! Go! 3 Liter fort. Seht ihr an. Oh, da ist der erste Mülleimer. Soll ich in den Mülleimer gucken, Alter? Oh, ist ja voll peinlich, Alter. Ja, das gucke ich mir gerne noch an. Es ist mir egal. Ich bin irgendwie auch ein. Es ist mir egal, ich gucke in den Mülleimer. Erstmal Recherche betreiben hier. War das peinlich schon, Alter. War nichts drin, Digga? War nichts drin. Das Pärchen hat mich schon richtig komisch angeguckt. Okay, zum Glück habe ich nicht reingefasst. Ach, Digga, hier sind auch Mülleimer. Nein! Gib mir Pfandflaschen! Oh, hier ist ein Mülleimer. Okay, da ist nichts drin. Pfandflaschen sammeln der neuen Art mit Motorrad. Hast du Pfandflaschen? Hast du Pfandflaschen schon gefunden? Was hab ich? Pfandflaschen schon gefunden? Ja. Ja? Kann ich ein paar? Oh, geil, geil, geil. Warte, warte. Ist hier Flaschen hoch? Nur wo Pfand drauf ist. Ja. Ja. Boah, das ist ja mal der höchste Glücksgriff, Alter. Ritt mit dir. Boah, das ist ja mal mega geil von dir. Alter. Das sind alles Pfandflaschen, wa? Ja. Geil. Das ist ja mal Betrug. Was? Das ist bloß Wasser. Okay, alles klar. Ich danke dir. Was? Ist alles legit? Ist alles legit, Digi? Streng dich mal an. Streng dich mal an. Ich kann alles machen, was ich will. Nur keine kaufen. Hui, da gleich rum. Oh, ist der Rucksack jetzt schwer. Vielen Dank. Hast mir den Tag gerettet. Hast mir den Tag gerettet. Warum? Weil wir gerade so eine Challenge gegeneinander machen, wer mehr Pfandflaschen findet in einer halben Stunde. Ja. Danke dir. Ciao, ciao. Ist mir egal, ich suche noch viel mehr. Ich komme da mit Tüten an, mit allen möglichen. Michi! Ich muss hier anhalten. Ich muss in die Mülleimer gucken. Ach, da ist noch ein Mülleimer. Nein! Na, haben Sie was gefunden? Tasche. Ach komm. Hier, macht ihr einen schönen Tag, ja? Ciao. Ja, jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wie Kim das Problem lösen will, dass ich nach 3 Minuten schon 10 Pfandflaschen habe oder so. Hi! Ja, klar. Na klar, können wir machen. Hi. Komm ran. Hier. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Ciao. Hi. Willst du ein Foto machen? Nee? Okay. Sammelst du Geld? Nee, Pfandflaschen. Nee, ich will kein Geld. Ich so, nein. Nee, mach ich nicht. Ich hab dem nur gerade was gegeben. Klar, schönen Tag euch noch. Ciao.
Willst du Geld? Du hast doch die ganze Zeit den Mülleimer hier gekramt. Oh Gott, stinkt das hier. Oder ist das mein Rucksack mit den Pfandflaschen drin? Boah, 4 Mülleimer sind hier. Oh nein! Warst du schneller gewesen als ich? Hast du die alle schon gecheckt? Die Mülleimer? Für Pfandflaschen? Ja? Hast alle schon gecheckt? Okay, dann brauche ich das ja nicht mehr zu machen. Viel Erfolg weiterhin, schönen Tag dir noch. Es ist ein hartes Business hier in Berlin, Pfandflaschen zu sammeln. Ich hätte Angst, sagen wir es mal so. Ach hier, BSR, nice. Shit. Ja, da ist der nächste. Ich check jetzt hier einfach hart die Mülleimer ab. Oh ja. Oh ja. Shit, da ist kein Pfand drauf, wa? Boah, ist das eklig. Der schöne Pullover. Hier ist auch kein Pfand drauf. Shit. Wir versuchen es mal hier in den kleinen versteckten Regionen. Aua. Was ist das hier? Tiger. Hi. Yeah, we can book onto that, please. Do you still drink that? Yeah? Okay. How long do you take for that? Okay. We'll see you soon. Maybe I can come back, because you get money if you return that bottle. And I'm a bottle returner. Oh, right. How much do you get? 25 cent. Oh, nice. Wait. Nice. Thanks a lot. How much? 25 cent. Oh, where is it? So I gotta pay you? Yeah. I gotta pay you now, 25 cent? I thought we get 25. Oh, you get 25 cent. I get 25 cent. Oh, sorry, Karen. Yeah, take it. Yeah, go for it. I can also give you 25 cent. You, yeah? You keep it. Okay. Thanks a lot, guys. Bye. Dun, dun, dun. Ja, da kann man auch echt mal klatschen, Digga. Dun, dun, dun. Die sind auf jeden Fall richtig verwirrt. Pfand. Ich weiß nicht mal, was Pfand auf Englisch heißt. Pfand. Pfand. Wir nennen es jetzt einfach Pfand. Do you have Pfand bottles? Es gibt ja nichts ekligeres, als im Mülleimer zu kramen. Oh, das ist doch der gute Golden Gate für 10 Euro. Are you almost done with drinking that bottle? No, but this is not Pfandflasche. Ah, okay. Thanks you. Thanks you. Sprachenlernen Bubble. Was hier? Weg von meinem Pfand! Mittlerweile habe ich den Charme auch verloren, in Mülleimer zu gucken. Hahaha, du alte Drecksau! Hm. Nee. Do you still drink that bottle? Hey guys? Hey guys? Do you still drink that bottle? Yes. Can I have it afterwards? Yes. Yeah? Nice. Awesome, good job. No problem. Thanks a lot, man. Bye. Yes, bye. Wie, hier ist kein Pfand drauf. Ja, wieder 25 Cent. Ich glaube, hier ist kein Pfand drauf. Es ist sogar leichter, Leute nach Pfandflaschen zu fragen, die das noch austrinken müssen, als im Mülleimer zu gucken. Mein Hab und Gut. Ich habe schon richtig dick Beute gemacht heute. Oh Gott, schon richtig schwer mein Rucksack. Ah, eine View. Zack. Ching, ching. Wenn da mal nicht ein McDonalds-Menü mit 5x Mayo rausspringt, dann weiß ich auch nicht. Wir müssen mal die Zeit checken. Oh shit. Ich habe nur noch 2 Minuten. Muss ich schon wieder zurück. Wir müssen hier noch angucken.
Closed. Ihr Gesichtsausdruck gerade. Oh, 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 hier sind noch Pfandflaschen. Jetzt denken die alle, was für eine geile Maschine. Und jetzt gucke ich mir hier die Pfandflaschen an. Ich weiß nicht. Ach, wir nehmen sie mit. Alle? Oh, jetzt kommt hier die Pfandflaschenmafia. Alarm! Ich dachte schon, jetzt werde ich hier abgestochen. Das ist unser Kiez! Was machst du da? Langsam quillt hier alles über, ey. Boah, boah. Boah, der hat auf jeden Fall richtig krass nach Scheiße gestunken. Oh, war das eklig. War das eklig, Alter. Da hat auf jeden Fall irgendwer Hundescheiße reingeworfen. Ich hätte niemals gedacht, als ich losgefahren bin, dass ich mit einem vollen Rucksack wiederkomme. Unglaublich. Bam, bam, bam. Der Sieg ist mein. Kein Problem. Für coole Wu. So, ich sehe Kim nicht. Also Kim kommt auf jeden Fall zu spät. Ja, klar, keine Ahnung, kein Problem. Ja? Tja, dein Rucksack sieht auf jeden Fall ziemlich leer aus, mein Freund. So, jetzt wird hier ausgewertet. Es wird ausgewertet. Und ich glaube, du hast auf jeden Fall hier ordentlich verkackt. Wie? Dein Ernst? Ja. Null? Es gab Probleme. Wie? Was für Probleme? Wurdest du rausgezogen? Nee. Digi, Alter, du bist ja richtig schlecht. Ja. Du würdest ja auf den Straßen Berlins gar nicht überleben. Nee, Mann. Digi, kein Problem. Heute Abend bezahle ich unseren Mittag. Hühnchen mit Reis! Wir gucken mal rüber, wie viele du hast. Ah, ein paar Handschuhe. Also ich habe gewonnen, Kim. Oh, mein Schuh ist offen. Ich hab festgestellt, vielleicht sollte ich einfach mal die Challenges aussuchen und nicht du. Ja, das wäre doch meine Idee. Also das war's von mir und Kim. Kim, gib mir noch einen Bounce. Jetzt fahre ich nie wieder mit dir. Jetzt fährt er nie wieder mit dir. Tschüss. Okay, chill. Fair und Wettchen. Okay, that escalated quickly. Hey. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Also, bis dann, cool. Wir beiden sind raus. Tschüss.